Diesen Aussichtspunkt hat vor Urzeiten die Elbe geschaffen. Das Publikum genießt vom Geestrücken aus den Blick auf den Fluss, wo die Schiffe ihren großen Auftritt haben. Und dann ist da Thomas Harmsdorf, der die Szenerie von einem Logenplatz betrachten darf. Ja, auf dem Altona-Balkon lässt sich das Leben studieren. Man muss nicht einmal Teil des Spektakels sein, um sich doch wie in einem großen Theater zu fühlen. Mit stets neuem Publikum und tief gestaffelten Bühnenhintergrund. Einige verfügen an diesem Ort über einen Stammplatz, wie Thomas Harmsdorf. Spross einer der Reederfamilien, die vom Altona-Balkon aus seit jeher ihre Schiffe verfolgen. Dieses Haus wurde von meinem Vater gebaut. Und er hat auch hier oben in der vierten Etage gesessen. Und als ich die Reederei übernommen habe, habe ich das ein wenig umgestaltet, weil meine Profession eigentlich nicht Reedereikaufmann ist, sondern ich bin ein gelernter Diplomsoziologe, Werbetexter, Konzeptioner und Fotograf gewesen und in das Unternehmen eingetreten und sitze jetzt dort, wo mein Vater dieses große Unternehmen viele, viele Jahre geführt hat. Hamburger Familien, die mit dem Handel und der Schifffahrt verbunden sind, haben eine besonders enge Verbindung zur Elbe, die sich nicht nur in Gewinnmargen erschöpft. Romantiker sollte man schon sein in dieser Welt. Und der Ausblick ist einem wirklich nicht gleichgültig, auch wenn man ihn jeden Tag sieht. Kann man es jedes Mal wieder genießen, vor allen Dingen, weil man weiß, dass es von hier in die Welt geht. Neben dem Bürobau befindet sich auf dem Hochplateau ein geschichtsträchtiges Haus, das ebenfalls der Familie gehört. Es bezeugt, dass die Lage am Altona-Balkon stets große Persönlichkeiten anzog. Mein Vater hat dieses Gebäude gekauft in den 50er Jahren, um hier den Sitz seiner Reederei zu errichten. Und die Vorgängerfamilie war die Familie Reh, Abgeordnete des Völkerbundes in den 20er Jahren, Verwandte von Max Warburg. Und sie gehörte zur berühmten Familie der Kunstmalerin Anita Reh. Auch sie inspirierte das besondere Flair dieses ungewöhnlichen Ortes. Thomas Harmsdorf kann das nachvollziehen. Die Freiheit, die man hier spürt, half ihm, sich vom typischen Image des Hamburger Kaufmanns zu lösen. Das ist in der Tat eine große Bürde, aber ich bin in einem sehr, sehr freien Elternhaus groß geworden. Und wir wurden überhaupt gar nicht in den Beruf der Eltern gedrückt. Und ich habe eben etwas anderes gewählt. Ich bin nach Berlin gegangen und habe frei gelebt. Und deswegen habe ich die Bürde nicht immer so stark empfunden. Der Altona-Balkon, ein Ort für freie Geister. 27 Meter liegt der Geestrücken über der Elbe. Erstaunlich, wie viel mehr man hier von der Wirklichkeit mitbekommt. Zum Beispiel beim Ingress-Spielen, einem Wettkampf um die virtuelle Kontrolle der Außenwelt. Das passt auch hierher. Dieser Altona-Balkon, den gibt es schon so viele Jahrzehnte oder beinahe Jahrhunderte, dass ich glaube, der wird bleiben. Aber trotzdem ist er ein Ausblick auf eine Zukunft. Und an die Zukunft glauben hier alle. Kaum ist ein schönes Schauspiel vorbei, entdeckt man vom Altona-Balkon aus bereits das nächste in der Ferne.